Ayo, was geht von der Eckhoff-Staffel für euch? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Zur Folge 6 von Let's Play Assassin's Creed 3. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und wir reden jetzt mal hier mit unserem Meister. Mal gucken, was er heute für uns zu bieten hat. Die Ausbildung beginnt und ich hoffe, dass wir heute in der Folge endlich unsere Spezialrüstung bekommen. Ich bin schon mega gehypt drauf, Alter. Warum sagt ihr Salappe und was geht? Wer bist du? Haben Sie dich gesehen, alter Mann? Hätte ich ein Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche, das Phantom der Nordmeere. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Connor, komm zu mir zum Gutshaus. Boot, Alter, der sagt zu einem 30-Tonnen-Schiff Boot. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Aber ein 3XL-Boot, Bruder. Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann. Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, Habibi, dann machen wir das mal hier. Wir besorgen das Holz. Digga, der Typ, Alter, der ist ja mal dichter als dicht. Inshallah, Wallah, der ist dicht. Okay, pass auf. Wir besorgen mir Cessation. Sikrebiat. Sikremamanaim. Sucre saftig. Köstlich schmöchtlich. Kree bei der Lex. Meine Anane ist dick. Sie ist fett wie ein Schwarztee. So, da vorne ist gleich die Seesche. Mit saftigen Pilzkartoffeln. Und extra Wurzelfisch. Mit Champignons und Kartoffelspinat. Wunderbar. So, wo ist das Holz? Ja, mit dem seischen Scheiß. Dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Ja, dann zeig her, Digga, Lager. Aha. Ja. Aha. Ja, dieses Holz würde ich gerne kaufen. Dankeschön. Ja, schon gut. Herstellen, handeln. Ist doch okay, Junge. Konvoi schicken. Perfekt. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich habe irgendwas gedrückt. Aber wir haben das Holz besorgt für das gute alte Masterschiff. Ja, in Teil 3 wurde das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen angeteasert.
Und in Teil 4 haben wir dann richtig in den See gestochen, weil in Teil 4 waren wir schon richtige Piraten. Tage des Lernens, des Trainings. Und der Black Fact, da bist du einfach erstmal ein Pirat. Auf der See. In der freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre... Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Sucre Beat, das ist also das Schiff. Wer nennen sie Betty? Betty? Du wirst Ananas ficken. Da weißt du Bescheid. So erstmal hier hoch, du weißt Bescheid hier. Auf ganz entspannter Basis. Servus, moin, moin, servus. Die harte Tour. Dann starten wir mal hier die Mission. Und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Bringt Unglück. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was ist denn, ja, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wieso nicht? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Ja, das will ich hoffen, Alter. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt! Stabil. Hey, in Teil 4 haben die das komplett ausgebaut mit diesen ganzen Schiffen und so weiter, die man dann finden kann, diese ganzen Schiffteile und was es da auch alles gab. Auch den werden wir bald spielen, sehr, sehr bald. Ach, Freunde, ich freue mich so heftig auf Valhalla. Ich freue mich so mies auf Valhalla, Digga. Valhalla wird so ein geiles Game, Alter. Valhalla wird so geil. Ich hoffe, dass es so gut wird. Aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass es geil wird. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oder war hat uns besser gesagt gebracht? Ostküste, 1773, 3 Jahre später, oder was? Ja, mit Schiffen bist du sehr, sehr, sehr lange gereist. Sehr lange gereist. Zeig mal ja, Bibi. Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Okay. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, springen die Männer und sie wird schnell. Halbes Segel. Aha, cool. Krass, Alter, mit diesem Oldschool-Rad, Digga. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Gerne. Volles Segel! Jeder Knoten zählt! Volle Segel! Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Na toll. Geht auf halbes Segel! Langsamer werden! Halbes Segel! Wieso langsamer werden?
Passt doch so, Digga. Digga, das die ganze Zeit so hin und her links, Digga, das ist... Kann ich mir sehr, sehr, sehr... sehr anstrengend vorstellen. Keinen Schaden erleiden, na toll. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Na gut. Wir brauchen mehr Fahrt. Volle Segel. Holt euch den Wind. So, mit dem vollen Segel haben wir jetzt ein bisschen Speed. Geil, Digga. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Er ist ja wie, keine Ahnung, Autofahren da, nur mit dem scheiß Schiff, Alter. Aber ist genauso geil. Wenn nicht sogar noch geiler. Ich finde das sogar noch geiler. Ja, ist ja nicht so viel Gegenverkehr. Kriege bei 3 Likes. Können wir doppelt volles Segel oder so? Kreuzwinde! Runter auf halbes Segel! Halbe Segel! Los, volles Segel! Volle Segel! Holt euch den Wind! Okay, der Wind ist jetzt wieder ganz normal. Okay, das ist die Windesrichtung. Warum so langsam, Digga? 2 km/h, Junge. Sucre Biat. Sehr viele Schiffe, sehr viel Gegenverkehr. Sehr viel Gegenverkehr, Junge. Na gut. Können wir jetzt ein bisschen auf halbes Segel rein? Damit wir aufpassen können. Nicht, dass wir einen Unfall bauen, wie ich vor kurzem. Holt alle Segel ein. Halt, bringt sie zum Stehen. So. Halbes Segel setzt. Halbe Segel, Männer. Bisschen bremsen, ist das perfekt. Siehst du, kein Problem. In einem Stück durch. So stelle ich mir das vor, Junge. Genau so, nicht anders. Fantastico, servus. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Die ist noch älter und hässlicher, Alter. Robert Fogg. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, nee! Das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! So ein Hurensohn, Digga. Der Typ ist ja hässlicher als die Nacht. Mies viel Kanonen, Alter. Aber anders viel.
Soll ich jetzt steuern oder was? Ja, ich bin doch da. Gib mal her den Scheiß. Der immer volles Segel, Alter. Ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Ja, vier, eins, zwei... Ja, drei links, drei rechts. Runter auf halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breitseite. Bring sie zum Halten! Alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Okay. R1 halten. Okay. Was, L1? Er muss ja dreimal drauf schießen, oder was? Nochmal, Junge. Kamera an der anderen Seite. Ach so. Okay, verstehe. Aha. Okay. Nice, Digga, geil. Gibt's hier rechts auch? Geile Scheiße. Schieß mal. Ja, so sieht's aus. So. Volles Segel und rüber. Was soll das heißen, keinen Schaden erleiden? Immer noch keinen Schaden erleiden? Willst du mich rein? Kanonenboote kommen! Warum schießen die auf? Königliches Eigentum beschädigen, den königlichen Frieden stören, suchst dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu nehmen. Ach, fuck. Nice. Hä? Ich wollte gerade sagen, Digga. Na gut, machen wir nochmal hier. Treffen wir nicht gut. Na komm mal her, du Pelzknödel. Bam, Alter. Aber was ein Shot, Junge. Aber was ein Shot, Bruder, von ganz tief hinten. Jetzt aber schnell zurück, Bruder. Der alte Mann reißt mir noch den Kopf ab.
Das ist schon geil. Es macht schon übelst. Ich freue mich auf Black Flag, wo wir richtig hart den Dingern spielen können, Digga. Und dann ist das auch das erste Assassin's Creed, also auch der nächste schon spielen werden. Ah, meine Eier. Herrlich. So, perfekt. Ich frag mich, wann die Ausrüstung kommt. Ich hab die ganze Zeit Bock auf diese Ausrüstung, Digga. Aber wir müssen noch sehr viel lernen. Wir sind ja noch ein Frühling. Wie man so schön sagt. Ja gut, wir haben erst heute angefangen mit Connor zu spielen, ne? Das ist natürlich... Ich kann auch ein bisschen dauern. Oh Gott, mein Arm. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Cool, bitte ich perfekt. Dich wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Ja gut, er hat recht, weil... Wenn der gute alte Mann sagt, voila, komm dann und dann nach Hause, dann ist vorbei. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Auf was warten? Ausrüstung? Zieh das an. Na endlich, Alter. Wird doch langsam Zeit hier. Geil, Alter. Wir haben sie. Die Rüstung eines Assassinen. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nur hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Wir sind ein Assassine. Geil, Alter. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 5 beendet. Geil. Wir haben endlich die scheiß Ausrüstung. Der Tag, als die Templer weinten. Geile Scheiße. Geil, Alter. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Und wir haben eine Pistole, wir haben die versteckten Klingen. Okay, jetzt sind wir wieder zurück in Desmonds Schädel. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Ah ja. Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Sterge wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Jetzt haben wir auch noch Connors Fähigkeiten, Alter. Ja, das Gute ist, Desmond, meine ich. Desmond ist sozusagen wie so ein Ultra-Assassine, so. Der hat Fähigkeiten, Wissen und Attribute von... einfach von allen dreien, so. Und auch ab und zu mal sind wir jetzt das erste Mal so aufgabenmäßig mit Dings unterwegs, mit Desmond. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Tja,
Schön klettern, Alter. Geile Scheiße, Mann. Ein Assassin als Geheimagent. Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ja, moin, Alter. Geil. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Na gut. Machen wir. Machen wir, machen wir. Oh ne. Schön hoch hier. Digga, die Moves von Desmond, Digga, die sind jetzt, seitdem wir mit Connor unterwegs sind, viel, viel geschmeidiger. Wirklich viel geschmeidiger. Mich hätte das Klettern im allerersten Assassin's Creed übel abgefuckt, Digga. Aber in AC3 ist das so geil gemacht. Das ist so geil gemacht in AC3, Mann. Na komm. Ach so, willst du nicht, okay. Kein Problem, dann machen wir das so. Machen wir das so, machen wir das so. Perfekt. Geil. Wow. Schon. Leck mich. Geil, Alter. Wo sind wir hier? In New York oder was? Ist auf jeden Fall richtig geil, Digga. Richtig, richtig geil. Schön nach oben. Boah, guck dir das an, Digga. Ganz New York, Mann. Sieht schon nice aus. Da das PS3 ist, sieht's echt nice aus. Ich frag mich, wie ein Assassin's Creed auf PS5 aussehen wird, Digga. Mit Raytracing und so der ganze Scheiß. Auf einem 4K-Monitor. Das wird mies heftig, Digga. Das wird mies heftig. Zu krebiert. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt ist effektiv brei. Klappe schon. Wie, ich bin effektiv brei? So, das bedeutet, ich bin brei. Scheiße, Mann. Mach doch nicht diesen. Aber mir gefallen die Klettereinlagen in AC3 so gut, Digga. Ich finde das Klettern hier wirklich mit Abstand irgendwie am geilsten. Ich weiß nicht mehr, wie die das in Black Flag gemacht haben. Ich hoffe, das ist genauso geil. Und smooth. Ja, was für ein Sprung, Digga. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz? Das war ein Witz? Na toll. Der Einzige, der hier um sein Leben bangen muss, ist Desmond, Alter. Aber warum sollen wir es von so hoch springen? Verstehe ich nicht. Was soll das für ein Sprung sein? Zug, Rebellat. Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Jetzt den Schirm. Na toll. Oh Gott. Oh Gott. Schön mit dem Fallschirm. Wie in Revelations. So, wir sind gleich da. Nice, wir sind da.
Geil, 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 geil. Geile Scheiße. Wie ein wahrer Motherfucker. Was ist das für ein Bro? Ah, das ist die erste Energiequelle. Sehr froh, dass hier kein Alarm oder so ist. Wir haben das erste Puzzle. Oh, Scheiße. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also, ich zähle jetzt bis... Der kleine Hurensohn. Der kleine Hurensohn. Kreuz und quer. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Dafür, dass du der Ultra-Assassine ist, hat er im Fighten ungefähr so viel drauf wie meine Mutter im Kochen, also gar nichts. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die... Digga, Desmond sieht so anders in der Fresse aus. Warum? Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Mir fehlt Lucy, Mann. Ach Mann, warum muss Lucy sterben, Digga? Ist vielleicht irgendwie... neuer Zugang offen oder sowas? Oder gar nichts? Wir schauen mal. Wir luschen mal. Wenn nicht, dann gehen wir einfach zurück in den Animus. Nee. Er ist immer noch zu. Hier ist immer noch zu. Ich fick dir Nananis. Kare bei 5000 Likes. Mit extra Saftkartoffeln. Ey du! Ah! Nee, war schon richtig so. Da öffnet sich jetzt irgendein Stück oder so. Da öffnet sich ein weiteres Tor. Na gut. Na gut. Wenn dem so ist, dann gehen wir mal dort luschen. Mal gucken, was du das. Moment kurz. Oh, Nase juckt. Was ist dort? Erzähl. Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Führer, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an.
aber dies wurde zu Recht. Wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden tausend vermögen? Zehntausend? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend Waffen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Na toll. Ganz toll. Aber es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Hier ist bestimmt noch mal so ein Stück Geschichte, oder? Ganz bestimmt. Jawohl. Geschichte. Zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch weiter. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften. Sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären. Einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Luno. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, die gute alte Lucy. Die gute alte Lucy, Digga. Aber diese Höhle ist der Wahnsinn, Mann. Diese Höhle ist der Wahnsinn. Und so langsam, wenn man wirklich die ganzen Teile spielt und wirklich mit der Story mitgeht, versteht man diesen Film. Man versteht diesen Storyfilm, Digga, einfach richtig gut. Was ist denn das hier?
Na gut, hier ist, das ist glaube ich eine Sackgasse oder sowas. Sucre, Billard. Was ist das hier? Okay, wir sind jetzt wieder auf der oberen Etage. Ach komm schon. Wie kann ich raus? Wie kann ich raus? Wie kann ich wieder raus? Sicara mamana sictim sactum sactarum. Sucre Kartoffel. Ach hier, gucke da. Zack. Zack. Okay. Da musst du dann, glaube ich, später dieses Ding da drauf tun oder so, keine Ahnung. Boah, vorsichtig, dass die, nicht, dass wir hier umkippen oder so, Digga. Wenn wir hier umkippen, dann ist miese Prise. Stell dir vor, du fällst da runter, Digga, du bist am Arsch. Oh Gott, was ist das hier? Ah, die ganzen Nachrichten, ja. Na gut, das juckt mich nicht. Da würde ich sagen, weiter geht's. Ich will mit der Ausrüstung spielen. Ich will mit der Ausrüstung spielen. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Okay, Sequenz 6. Davenport, Siedlung 1773. Connor! Er ist älter geworden. Hast du einen Moment? Natürlich. Er ist älter und breiter geworden. Was ist das? Ein Schenkbau oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Wer ist das? Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl. Connor, pass auf. Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Wir sind mächtiger. Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Ich will doch keine Billigaxt. Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Geil. Ah, unsere Axt! Unsere Klingen. Perfekt. Interagieren. Netze natürlich. Dahin eine Schnellreise, ganz genau. Dann mit dem Schiff rüber.
nach Boston. Man kennt's. Warte, weißt du, was ich mache, Digga? Nee, wir machen das so. So, perfekt. Sucre Biat, Digga, jetzt haben wir die Ausrüstung. Endlich, Mann. So, wir wollen nicht... Ja gut, wir haben hier zum Beispiel jetzt die ganzen Fights und so weiter, aber wir wollen... Natürlich nach Boston. Das finde ich cool, dass man auch auswählen kann, ob man jetzt Dings haben möchte. Eine Mission mit dem Schiff oder wirklich irgendwo hinreisen will. Das finde ich geil. Das finde ich sehr geil, Alter. Sucre Biat, Alter. Na gut. Wir brauchen aber ein bisschen Kohle, Mann. Weil ich muss auf jeden Fall ein bisschen Inhalt kaufen, dies, das. Guck mal, wir haben kaum... Wir haben gar nichts. Wir haben keine Pfeile, wir haben kein... Wir haben wirklich nichts. Hoffentlich kriegen wir jetzt so langsam Kohle, Digga. Aber so langsam entfaltet sich das Spiel. Erst jetzt in der 6. Folge sind wir ein richtiger Assassine. Mit der Ausrüstung. Das hat sich wirklich... Also das Spiel hat sich wirklich... Lang entfaltet. Das ist so die längste Entfaltung eines Assassin's Creed auf jeden Fall. Das Ding ist, dass das Geruckle, das liegt nicht daran, dass mein PC irgendwie zu schwächt ist. Oder dass mein Elgato scheiße ist oder falsch eingestellt ist. Das liegt wirklich am Spiel, Digga. Und das ist das Miese, Digga. Sucre Biat. Aber lass mal machen, Digga. Lass mal diese Dingens machen. Lass mal diese Filme, Bruder. Jawohl. Und erstmal synchronisieren. Geile Scheiße. Oh nee! Ah, die kleinen Jungs. Okay. Wo ist die Mission, Alter? Wir haben noch 12 Minuten, das reicht für die Mission. Das reicht, das muss reichen. So, Sucre Biat. Na komm. Nein. Ich will diese Scheiße. Nein. Nein! Ich will diese Seeische haben. Ach man, leck mich doch. Ach, ficken, Digga. Egal. Konnt's leider nicht erwischen. Wer will fighten? Tschüssi. Ich kann einen Kollegen damit abballern. Oh, du Pissnicken, Johnny. Stirb, Alter. Kann ich jetzt mit ihm reden? Ja, Bibi.
Schieb dich diese Filme, Bruder. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Das klang gerade Armageddon schwul, Alter. Dank dir. Der Blick von den Hurensohn. Ich dachte sich so, Bruder. Ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht? Digga, die klingen so geil. Wir sind ein wahrer Assassine, Junge. Wir sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklaven besetzt. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone verärgerte. Ja, schon miese, die sind wirklich Sklaven, naja. Die gibt's auch heute noch. Hey, es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. War das Surin? Das sah aus wie Pisse. Das klären wir kurz. Digga, Connor geht da so richtig auf stylische Art und Weise darüber, Digga. Jetzt mit der Axt, Digga. Nice, Mann, ey, die Axt ist so geil. Weil was haben die? Ey! Lass mich doch plündern. Warum kommt jetzt ein Ladescreen? Habe ich was falsch gemacht? Ich wollte ihn doch plündern. Na gut. Dann halt nicht, Habibi. Dann halt nicht. Sucre, Biazzi, Kerma, Manaheim. Sucre, Biazzi. Ihr Fischkuttersöhne. Ihr Marsianer-Kinder, Digga. Na komm. Hallo. So, perfekt. Hier rüber. Ui. Oh Gott. Perfekt, perfekt, perfekt. Und Servus. Renn hier, Junge. Ja, Pissbirn! Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis und muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee.
Eine Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Na toll. Connor. Halleluja. Sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Okay. Was ist eigentlich dieser Spielwürfel? Ein Spiel spielen. Ach, Dingens. Okay, cool. Lass mal machen. Ach so, war aktive Mission nicht möglich. Okay, gut. Dann machen wir das dann nächstes Mal, Digga. Aber voll geil, Mann. Komm, die Mission machen wir noch. Entschuldigung. Pass auf, Mann. Das ist das. Ist es einer von diesen Patienten? Oder... Ah, okay. Hier hinten ist die Mission. Was? Die Steuereintreiber loswerden. Okay. Das machen wir mit Vergnügen, Alter. Das machen wir mit Vergnügen. Ey! Du Pissbirne! Smack dich, Alter! Du nicht auch, du Hurensohn! Alter, Connor hat's drauf, Mann! Und wie er's drauf hat, Digga, tschiesch! Sukrebiat! Ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht. Ach, fick dich. Noch mehr Steuereintreiber. Alter. Digga, was wir mit denen machen, das ist der Wahnsinn. Die Axt ist so geil. Der nimmt alles so mies auseinander. Guck dir das an, Digga, dass die Axt ist eine Macht. Mann, deine Mutter. Ach so. Oh nee. Lass weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Gegen die komme ich nicht an, Digga, das sind zu viele. Sukrebiat. Na komm. Ja, Hurens. Jawohl. Nice. Nimm ihn doch als Schutzschild. Ach, fick dich. Ja, once. Mann, deine Mutter, Digga. Ach, komm schon. Der erste ist unfair gegen die... Ach, fick dich, Mann. Egal, wir sind so oder so im Zeitlimit jetzt. Eigentlich passt es, ey. Haben wir irgendwie das Zeitlimit noch gefüllt? Macht nichts, macht nichts. Von Feuerwaffen. Na gut,
Wir haben die Dings aber erledigt, glaube ich. Okay, Freunde, würde ich sagen, das soll es mit der Folge gewesen sein. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 25. Ja, waren halt so viele, Digga, da konnte ich ja leider nichts machen. Aber war dennoch sehr, sehr geil. Also ich habe jetzt wieder 3 Folgen aufgenommen. Und wir sind jetzt von der letzten Etappe mit unserem Alten rüber zu Connor, der von Kind rüber zur Ausrüstung gekommen ist. Also ja, ich würde sagen, wir haben heute sehr viel geschafft. Obwohl ich einen kaputten Arm habe, habe ich mich trotzdem reingesetzt und habe trotzdem die 3 Folgen aufgenommen, wie ich es für mich versprochen habe. Also, ne, Durchhaltewillensvermögen, deutsche Sprache, schwere Sprache, ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dann, checkt die Mies und fegt die Hoden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein!